Ja, wir haben uns jetzt hier schnell eingetroffen, waren einkaufen, damit wir mit Mirko von Natuna Camper jetzt schön an See fahren und da werden wir was Schönes kochen, denke ich. Auf jeden Fall. Wir werden was Schönes kochen und dann sehen wir weiter. Und jetzt fahren wir uns erstmal den Platz für die Nacht aussuchen. Auf geht's. Auf geht's, Abfahrt. Wir haben unser erstes, Erfahrung. Wir haben unser erstes kleines Problemchen. Mirko hat sich eingebuddelt. Unser Plan sieht jetzt so aus, dass ich ihn rückwärts hier erstmal wieder ein Stück rausziehe. Und damit wir das ein bisschen einfacher haben, werden wir jetzt hier den Sand noch vor den Rädern ein bisschen wegschippen. Guten neuen Bremsen, direkt wieder voll Sand. Das ist der absolute Zuckersand. Man kann ja mal sehen, was der hier für eine Furche gezogen hat. So Mirko, Attacke. Wir haben es geschafft. Mirko ist wieder frei, ging Ast rein, einfach schnell rausgezogen. Die Stelle an dem See konnten wir jetzt leider nicht anfahren. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zum Gucken in die große Sandgrube. Wir haben jetzt auf jeden Fall Hunger und deswegen werden wir gucken, ob wir da einen schönen Platz finden. Bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen, muss Mirko erstmal hier ein paar Auffahrten testen. Das Ganze ohne Allrad, allerdings mit AT-Bereifung. Sandkasten. Der fährt hier mit 60 hoch. Probieren wir am ersten. Nee, da machen wir bloß Löcher. War knapp, aber es hat geklappt. Ja, man darf nur nicht den Fehler machen und aufhören Gas zu geben. Du musst bloß das Stück da hochkommen. Aber es hat einen kleinen Haufen gemacht jetzt. Schon viel Sand wieder rein. Also mit Sommerreifen hätte das Ganze jetzt auf jeden Fall nicht funktioniert. Und es wäre auch weniger Sand ins Auto gekommen. Ja, aber... Er gibt auf jeden Fall nicht auf. Wir wollen nämlich nach da oben auf so einen geilen Spot. Jetzt muss ich hier aus dem Weg, sonst fährt er mich um. Und da werden wir jetzt auch irgendwie hochkommen. Das ist unnormal mit den Reifen. Die schippen da einfach durch, ne? Wir sind jetzt hier seit 5 Minuten auf Feuerholzsuche. Schwer bewaffnet. Hier ist der Zaun. Zaun? Ja. Oh Mann, ey.
Mirko, 100 Punkte. Ja. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, weil der Baum ist nicht nass. Habt ihr gehört? Mirko ist zufrieden. Und dann können wir auch endlich mal um, jetzt ist wahrscheinlich fast 21 Uhr, gibt es dann vielleicht auch irgendwann mal Essen. Jetzt bin ich aber ein bisschen außer Atem. Wir haben jetzt hier so einen schönen Hoshi abgesägt. Und den müssen wir natürlich jetzt aus dem Wald durch die scheiß Sandkiste bis zu unseren Autos bringen. Die Autos stehen übrigens da hinten auf einem Berg. Und da höre ich schon unser Taxi. Brennholz haben wir, ein ganz kleines Brennholz zum Anmachen. So, los, wir essen zeitig. Willst du den nicht oder was ist los? Nee, der will mich nicht. Oh Scheiße, ey. Abfahrt. Leute, A und O im öffentlichen Straßenverkehr, Absicherung. Bäume wollen keine Kurven fahren. Mach lieber die Scheibe hoch, sonst können wir den ja auch wieder ausschütten. Die Holzlieferung kommt. Das ist übrigens von 1963, diese Lampe. Echt? Die wird seit 1903, glaube ich, unverändert gebaut. Wir machen uns nämlich jetzt startklar und erkunden die Gegend jetzt mal ein bisschen zu Fuß. Wir sind ganz entspannt heute Morgen aufgewacht bei extremem Sonnenschein. Ist auch schon richtig warm. Und jetzt packen wir die Sachen und gehen auf Erkundungstour. Wilde
Fahrt kann losgehen. T5 ohne Allrad, kurzer Radstand mit AT-Bereifung. Im extrem trockenen, weichen Sand. Ja, Räder gerade, Stück nach links. Ja. Ich schieb mal ein bisschen. Der wollte gerade. Stück für Stück. Guck mal, wie weit wir kommen. Ich denke, ab nach vorne wird es wieder weg. Ja. Wer steht jetzt wieder auf sicherem Terrain? Jetzt probieren wir zweiten Versuch. Wir können leider nicht zurück, weil wir in ein Loch runtergefahren sind. Das heißt, wir müssen jetzt bis da hinten zu dem Schotterweg kommen. Jetzt probiert er das Ganze nochmal rechts auf dem Grünstreifen. Der sieht zwar nicht viel besser aus, aber vielleicht haben wir trotzdem Glück. Wir lassen jetzt nochmal mehr Luft runter. Mirko, hast du noch Bock? Klar, ich mag Sand. Sand ist was ganz Tolles. Sand ist spitze. Irgendwie ist es gerade nicht so geil. Mega warm und jetzt erstmal wieder schippen. Jetzt dritter und letzter Versuch. Alter. Oh, wir haben es geschafft. Das war das kleine Experiment. T5 ohne Höherlegung, ohne Allrad, mit AT-Bereifung. Der T5 hat es auf jeden Fall ziemlich gut gemeistert im Sand. Gerade die Reifen haben echt extrem viel ausgemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach so gut funktioniert. Also Höherlegung macht auf jeden Fall Sinn. Wenn er durch den weichen Sand fährt, hat er sich ein bisschen eingegraben. Dann war leider keine richtige Bodenfreiheit mehr da teilweise. Deswegen wird er den wahrscheinlich demnächst auch noch ein bisschen hochlegen. Und dann geht auf jeden Fall doch nochmal eine deutliche Schippe mehr. Wir fahren jetzt wieder zurück, bauen alles noch ab, machen alles wieder abreisefertig und dann werden wir erstmal nach Hause, denn der Planet brennt. Wir haben über 30 Grad. Reicht für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Tschüss.